Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23, unsere Karriere mit Bilbao. Zweites Spiel zu 0, jetzt in Valencia 4:0 gewonnen nach dem 2:0 gegen Real Sociedad. Geht's heute weiter mit Betis Sevilla im Heimspiel und dann gibt's noch Barcelona. Also jetzt kommen zwei wichtige Spiele. Jetzt kommt wieder mal Pflicht und Kür etc. Na dann, auf geht's ins Match. Sieg Nummer 3:0 in Fragezeichen. Es ist klar, dass wir uns vor allem auf ihn konzentrieren. Denn er steht hier vor dem Duell gegen seinen früheren Club. Wir sind live dabei. EA Sports zeigt es Ihnen. Hat der mal bei Betis gespielt? Gucken wir gerade mal. Ich bin jetzt gerade nicht so sicher. Im heutigen Spiel, das im Estadio San Mamés stattfinden wird. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Und es geht bei uns heute um eine Begegnung aus der La Liga Santander. Athletic Bilbao gegen Real Betis. Das ist so eine Partie, die die Fans begeistert und uns hier oben auf der Kommentatorentribüne natürlich auch. Es wurde so viel geschrieben, es wurde so viel diskutiert und jetzt geht es los. Gleich rollt der Ball. Nein, hat er nicht. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Sie wählen heute das 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Das heißt, genau da im Mittelfeld wollen sie viele Akzente setzen, wollen viele schnelle Vorstöße einleiten und hoffen, die Abwehr in Probleme zu bringen. So geht Real Betis in dieses heutige Spiel. Claudio Bravo ist im Tor. Sergio Canales steht mit Joaquin auf dem Flügel. Und Borja Iglesias spielt als einziger Spieler vorne drin. Na, wahrscheinlich alle von so einem vom Gegner, der dann irgendwie mit. Ich habe jetzt nämlich nicht auf den Namen gehabt, aber der hat mir Asabal angezeigt und gesagt, ja, das hat's mal gespielt. Hat er nicht, der kam aus Eibar und ging dann zu Real Sociedad. Da, wo wir ihn dann im Finale hergeholt haben. Ich fehlte zuletzt immer die Beständigkeit bei Betis, ne? Ja, aber das ist einer dieser Clubs, da hat man schon den Eindruck, die können eigentlich mehr, wenn sie mal konstant werden. Na dann, auf ein neues. Auf geht's ins Match. Muniain. Ja, fangen wir jetzt sicher nicht mehr ins Vertreten. Also, da kann. Erste gelbe Karte, zweite Minute. Montoya, und das wird nicht ganz so einfach werden. Da brauche ich nicht reinzuspielen. Ich probiere es aber. Einfach Querpass zu Belia. Und. Oh ja, 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 da kann man nicht rein. Das war eine gute Freischussvariante. Schade, 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 dass er nicht ganz so belohnt wurde. Also, wie gesagt, Montoya, der muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil nicht, dass der. Ja, nicht, dass der nochmal. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Nicht, dass der nochmal. Die Parade kommt, aber es bleibt gefährlich. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Gutes Hitter. Für Real Madrid ist diese Saison bislang absolut enttäuschend verlaufen. Ja. Ja, die stecken Fünfter. In der Krise und wenn es nicht langsam besser wird, dann können sie diese Saison abhaken. Ja, 25 Punkte, also die liegen schon ewig weit hinter uns. Wir haben sie ja am direkten Duell geschlagen, aber wie gesagt, apropos direkte Duell. Nach diesem Spiel geht es dann gegen den FC Barcelona. Das heißt, das nächste absolute Topspiel oder wichtige Topspiel, wo wir natürlich ein bisschen was abläufen, wenn wir noch ein bisschen was aufbauen können. Aber jetzt ist mal Goroseta. Und das ist kein Elfmeter, sagt der Schiedsrichter. Der lässt den laufen. Ach, das geht hier um Juri, der Schisch, der ist Verteidiger von denen. Alles klar, okay. Ja, ist richtig, den habe ich vor der Saison verkauft. Weil er mir zu alt war, weil ich eine etwas jüngere Truppe zusammenbasteln will. Schön durchgesetzt. Und dann ist es Iñaki, der abblockt. Oder so macht. Jawohl, 1-0. Der durchmarschieren kann. Hier ein bisschen das Tempo rausnimmt, wartet, dass der Keeper rauskommt und ihn dann eiskalt reinschiebt.
auf jeden Fall 1-0 für uns vor dem Topspiel. Gut, da haben wir das Thema auch geklärt, was er am Anfang gemeint damit von wegen hier gegen den Mali-Club. Naja, nicht mal jetzt, dann ist das Thema geklärt, dann können wir jetzt auf das Spiel weitergehen. Ja, hier oben ist nämlich das nochmal dazu, die Bestätigung. Das sind natürlich immer besondere Spiele. Ja, da geht man mit gemischten Gefühlen in das Spiel. Fans, die er kennt. Klapper. Die er gut kennt. Aber am Ende muss ein Profi. Da ist überhaupt gar keiner in meiner Nähe. Das zählt der aktuelle. Oh, das wird gefährlich. Sanchez! 2-0. Unaufhaltsam, gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. International spielen wir nicht. Wir können uns irgendwann auf Liga und Pokal konzentrieren und hoffentlich in der nächsten Saison dann nochmal etwas mehr wollen können. Aber jetzt erstmal hier die La Liga rocken. 2-0 gegen Betis. Der Angriff könnte was werden. Williams. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Gut gehalten vom Keeper, sonst wäre das hier das nächste Tor gewesen. Oh ja, so Ball! 3-0, so viel zum Thema. Wieder so eine klasse Szene. Ja, kommt langsam. Und ich glaube, der war so weit noch abgefälscht. Sah mir nämlich so aus, als wäre der noch abgefälscht gewesen. Den knallt er kurz mal ins lange Eck. Nein, war gar nicht abgefälscht. Sondern den hat er sauber und perfekt getroffen. Und mittlerweile läuft es so ein bisschen bei ihm. Trifft seine, macht seine Tore. Müsste jetzt Tor Nummer 3 sein. Boah. Schönes Ding auf jeden Fall. Mal gut versenkt, den Ball. So, das sieht so aus, als würden wir unsere Pflicht lösen. Aber wie gesagt, noch ist hier nichts entschieden. Ich habe schon so Spiele verkackt. Also was heißt verkackt, aber ich habe schon 3-0 Vorsprünge. Also 3-0 Vorsprünge verzockt, aber jetzt steht es hier 4-0, 36. Torwart natürlich zwei Leute vor sich. Was will er da machen? Er muss sich für eine Seite entscheiden. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Und auch dieser Ball ist weg, aber jetzt hat der Gegner wieder 26. Saison auf den Yaki Evans. Also der räumt gerade mal richtig auf hier. Da ist die Chance. Und wir haben ein Gegentor. Nach fast zweieinhalb Spielen haben wir mal wieder ein Gegentor. Iglesias. 1-4. Ball kommt unheimlich wuchtig und dann kannst du nichts mehr machen. Dann ja, setz dich da durch. Ging zu Belja und dann war es das Thema. Die jetzt habe ich ein bisschen abgeschaltet schon gerade. Ich dachte, okay, der passt schon. Aber nein, das drin. 4-1 jetzt also. Joaquin. Ja, wird dann nochmal was spannend. Fragezeichen. Borja Iglesias. Der Torschütze. Der Ball holt er gut. Muniain. Jetzt können sie vielleicht kontern. Ah, kriegt er den noch da? Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Unaufhaltsam. Die 2 von den Gegnern muss ja ein bisschen wegbleiben. Ne? Scheitert, Szene geht weiter.
Volley genommen. Oh, drei, nichts drin. Oh ja, Sabal, der hat ihm so ein schon schönes Ding gemacht. 45 Minuten. Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Der ist heute richtig gut drauf. Mit dem kommen sie überhaupt nicht zurecht. Ja, hat seine Situation gehabt. Der Tor hat ein schönes Tor gemacht. Via Fit bei Via Real. Wir schießen uns heute warm für den FC Barcelona. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Uiuiui. Bocher. Canales. Zug in die Mitte. Canales und kann nichts, ne? Canales! Und da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingeächtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Ja, Canales, der kann sich gut durchsetzen. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Aber jetzt haben wir es. Weg ist der Ball. Muni ein. Und Montoya, der muss, wie gesagt, höllisch aufpassen. Weiter für Athletic Bilbao. Dann geht es auswärts gegen den FC Barcelona. Und auf die in Barcelona vor allen Dingen noch. Und hier das letzte Torspiel hat man im Heimspiel gegen Atletico. Jetzt haben wir Barcelona auswärts. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Ecke kommt. Die Kurzecke können wir blocken. Die lange Ecke jetzt erstmal noch nicht, aber. Oh, das war keine Absicht. Wieso habe ich den da raus? Haut den da weg? Ich wollte eigentlich damit einen Konter aufbauen. Canales. Ist ja nicht so, dass es schon passiert ist, mal. Ist der gefährlich? 2-4 nur noch. Aber stoppen kann ihn keiner. Doppelpack. Ganz starke Spiel, Bocher. Leute. Das war wirklich knapp. Das zeigt die Wiederholung deutlich, aber der Ball ist nicht zu halten. Ist zu gut, zu präzise. Da geht der Ball am Ende dann doch noch ins Netz. Ja, 2-4 nur noch, ne? Was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4-2. Lass jetzt mal ein Tor schießen, den Gegner. Dann steht es hier 3-4. Und dann geht es doch mal enge werden. Sanchez. So, was machen Sie draus? Er versucht's. Ja, mal wenigstens wieder ein bisschen dem Gegner den Luft aus die See, den Wind aus dem Segel nehmen. 5-2. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. So, auf geht's. Jetzt haben wir hier noch einen Treffer. Mittlerweile steht es 5-2. Berchisch. Jetzt Nabil Fekir. Ja. Joaquin. Joaquin, der, glaube ich, nach der Saison ja eh seine Karriere. Jetzt beginnt natürlich im Real Life. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit FIFA ist. Aber ich vermute, dass der nach der Saison auch hier aufhört. Kappa. Schöner Ball, ja. So, es gibt doch mal gelb. Vermutlich gelb. Gefährlich jetzt. Groß Hitter. Reines Glück. 6-2. Vier Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Auch hier wieder den Vorteil laufen lassen. Keiner steht da wirklich davor. Gut, die Neun, also Iñaki, der steht da ein bisschen vor dem Keeper, aber der Tunnel, glaube ich, sogar seinen eigenen Mann, oder? Tunnelt er denn? Ja, so mehr oder weniger. Also, wieder die Gegner müssen reinkommen lassen auf zwei Tore. Jetzt schieben wir wieder weg. Und jetzt haben wir wieder diesen alten Abstand von 4 Toren. Also 6-2. Fekir. Da versteht auch kaum einer, warum der da auch nach Betis gegangen ist. Der hat ja so viel höher dotierte Angebote, aber hat sich wohl für Betis, er hat sich ja für Betis entschieden. So, die Frage ist aber. Für Sevilla. Der Neustart heißt nun 2-0. 74 Minuten sind hier gespielt. 2-0 bei Villarreal von Bayern Schrick. Fekir. Am Ball Fekir. Muni ein.
Ah, das war nicht beabsichtigt. Ich wäre weg gewesen. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Da passt er auf. Ich habe mal gut aufgepasst da jetzt. Oh ja, sag mal. Es bleiben also kaum Fragen offen. Wobei, eine hätte ich für dich. Gegen wen spielen wir denn als nächstes? Gegen Barca. Das muss das Tor sein. 7-2. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Da werden auch keine Angebote reinkommen, weil der ist mir auf Blocken gegangen. Das heißt unverkäuflich, der wird nicht wechseln so schnell. Ist überhaupt keiner in der Nähe. Alles frei. Also so leicht sollte man es ihm dann doch nicht machen. Und Ausschießklausel hat keiner meiner Spieler. Das heißt, es ist wurscht. Ich bin freie ich kann frei verhandeln. Ich habe extra damals vor der Saison ja die ganzen Ausschießklausel rausgenommen von den wichtigen Spielern. So, da ist Rodriguez, der hat mich auch gelb gesehen. Für sein Foul vorhin. Nur so nebenbei gerade. Was auch richtig war, weil es war ein Foul. Und damit hat er. Schöne Aktion. Klasse gespielt. Oh, das war zu einfach. Ich wollte drüber laufen. Ich habe ein bisschen zu viel Kraft reingesetzt. So. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Die Gelegenheit, aber kein Tor. Nee, ist drüber. Aber es hat schon, oh mein Gott, 7-2. Hauptsache. So, wir können mal ein bisschen durchwechseln. Sergio Canales. Ayose Perez. 2 Minuten mehr Marken. Juri. Ja, der überhaupt gar nicht da zurechtkommt. Guruceta, jetzt nochmal mit Tempo vorbei am Gegner. Guruceta! Und dann ist es das Ende vor dem Barcelona, vor dem großen Barca-Spiel geht es gegen Betis, das 7-2. Wie sie heute aufgetreten sind, man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Also ein Dreierpack, das ist natürlich klasse, unheimlich torgefährlich, torhungrig. Du merkst diesen Willen, findet immer wieder die Lücke, verschafft sich die entscheidenden Räume, klasse. So, Aufgabe erledigt. Jetzt kann Barca kommen. Sevilla gewinnt bei Villarreal. Wir haben es mitbekommen während der Partie mit 2-0. Und jetzt kommt der große Gegner, FC Barcelona. Ja, der erste ging. Okay. So 10 Punkte. Sie stocken alle gerade so ein bisschen, was dahinter ist. Also 7 haben wir jetzt gerade mittlerweile auf Dingsvorsprung, auf Atletico-Vorsprung. Okay, Barcelona hat 39. Ich dachte, die wäre ein bisschen näher dran gewesen. Aber gut, wir nehmen es mit und können wir tatsächlich schon. Rein theoretisch könnten wir schon. Wir haben einen 7-Zähler Vorsprung. Wenn nachdem wir Atletico spielt und Sevilla spielt, könnten wir tatsächlich sogar schon Herbstmeister werden in diesem Spiel. Ja, doch, so ist richtig. Und ja, schauen wir mal, ne? Danach geht's gegen Barca. Bis dann. Tschüss.